Hallo ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten, ich bin René und ihr schaut Terra Serpentis. Ja, es ist wieder soweit, es gibt, wie ich es versprochen hatte, einen Vlog. Ne? Die Zuchtsaison ist jetzt praktisch durch, ne? Die Würfe sind alle gekommen, die Babys sind alle versorgt, wachsen und fressen sehr gut, teils mit sehr gutem Erfolg, einige Würfe sind noch nicht so gut geworden, da werde ich aber dann im Laufe des Vlogs ein bisschen was zu sagen. Heute soll es so ganz allgemein mal um das Thema der Costa Ricas gehen, der Boa Constrictor Imperator Costa Rica. Das war praktisch der erste Wurf dieses Jahr und darum soll es heute mal gehen. Ja, wer meinen alten Vlog noch kennt von 2020, da habe ich ja schon mal einen Vlog gemacht. Diesmal will ich es ein bisschen anders machen. Beim letzten Mal habe ich euch quasi mitgenommen und habe euch praktisch in Echtzeit immer gezeigt, was gerade aktuell ist, was gerade passiert, wann ich die Babys füttere, dass ich jetzt einen Rack baue, wie kriege ich die ans Fressen und so weiter und so fort. Ne? Quasi jeden Fortschritt. Diesmal habe ich mir überlegt, mache ich es ein bisschen anders. Ich habe praktisch diesmal die ganze Zuchtsaison erstmal durchlaufen lassen, habe die ganze Zeit gut dokumentiert und will euch jetzt versuchen, immer in einzelnen Blöcken, quasi aus der Metaperspektive, so aus der Vogelperspektive, ein bisschen zu erzählen, wie ist das Ganze gelaufen, worauf musste ich da im Speziellen achten, wie sind die Verpaarungen gelaufen, wie ist im Allgemeinen der Nachwuchs gekommen etc., also quasi eine Zusammenfassung. So dass ihr dann praktisch nicht 15 oder 16 Folgen guckt, um dann am Ende zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Idee, wie das gelaufen ist, sondern ich versuche das diesmal so in Sinneinheiten zu verpacken und nehme euch praktisch bei jedem Thema einmal komplett mit durch. Ne? Ich hoffe, das ist diesmal okay. Ich werde auch relativ viel hier wieder so einblenden, ne? Was ich so dokumentiert habe an Fotos und an Videos. Dann könnt ihr euch das in aller Ruhe angucken und habt dann quasi auch nochmal so ein bisschen das Bild dazu, zu dem, was ich jetzt so ein bisschen erzähle. Ja, insgesamt hatte ich diese Zuchtsaison drei Würfe bei insgesamt fünf bzw. sechs Verpaarungen. Das heißt also, so ungefähr die Hälfte hat funktioniert. Das ist aber ganz normal. Ne? Ich habe auch mehr als nur diese drei Ovulationen gehabt. Bei den Bisset-Brasilianern hatte ich zum Beispiel eine Ovulation, die hat dann wieder zurückgebildet, das kann passieren. Woran das liegt, weiß man eben einfach nicht, vielleicht bin ich mit den Temperaturen nicht weit genug runter. Es kann durchaus sein, dass die Weibchen dann irgendwann sagen, wenn der Jahreszyklus nicht so passt oder das Männchen, ich hatte ja einen, also das Männchen, was bei mir damals da gearbeitet hat, also am Weibchen dran war, das war ein relativ kleines Männchen noch, vielleicht hatte der einfach keine Spermien, die gut genug waren. Und der Organismus hat dann klugerweise gesagt, naja, wir bilden mal zurück, ne, und sparen dann quasi die Energie des Weibchens für die nächste Saison. Jetzt kommt die nächste Saison und ich werde es natürlich wieder versuchen. Also das ist mal so ganz gemischt, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Das ist auch ganz charakteristisch für die Zucht mit Boa Constrictor. Ihr habt quasi keine garantierten Zuchtergebnisse. Ne? Das ist nicht so, dass man hingeht und sagt, ich schmeiß die zusammen, da kommen garantiert Babys. Das ist teilweise nicht mal bei Imperatoren der Fall, wobei Imperatoren eher leicht zu verpaaren sind. Aber auch das kann nicht immer funktionieren. Gutes Beispiel dafür sind die Costa Ricas. Ich habe jetzt endlich mal vernünftige Böcke, mit denen man eben auch arbeiten kann, die funktionieren. Und das Ergebnis ist gleich beim ersten Mal top gewesen. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Darum soll es heute eben einfach mal gehen. Ne? Jedenfalls, es hat quasi bei drei Tieren dann definitiv funktioniert. Ein Tier hat zurückgebildet, das ist okay von der Quote, da kann man nichts sagen. Viel wichtiger ist dann auch immer so, bei den Tieren, wo dann die Würfe kommen, sind die Würfe okay. Klappt das denn alles so, wie man sich das denkt oder eben nicht? Ne? Ist ganz durchwachsen, zwei Würfe sind richtig gut geworden, wo ich mich richtig drüber freue. Ein Wurf ist nicht so gut geworden, aber auch das gehört dazu. Das werden wir dann aber später alles mal in einem eigenen Vlog sehen. Ne?
Jetzt soll es erstmal um das Thema der Costa Ricas gehen und so ein bisschen auch diese Zuchtvorbereitung. Was habe ich also gemacht ganz am Anfang? Das habe ich übrigens bei allen so in der Form gemacht. Deswegen will ich da auch gar nicht zu weit drauf eingehen. Das habe ich beim letzten Blog auch schon erzählt, vor 2 Jahren. Ich bin halt mit der Temperatur ein Stück weit runter. Ich habe halt entsprechend gefüttert. Eine Neuerung war diesmal gewesen, dass ich die Weibchen diesmal nicht vornehmlich mit Ratten gefüttert habe, sondern eben mit Kaninchen. Kaninchen sind meiner Meinung nach ein viel besseres Futter, um Weibchen auf Kampfgewicht zu kriegen oder um dafür zu sorgen, dass die so viel Power haben, dass die eine Verpaarung und eine Trächtigkeit ohne Probleme überstehen können. Und das hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Ich bilde mir zumindest ein, dass das eine Menge gebracht hat. Man sieht es im Endeffekt auch an den Ergebnissen. Jedenfalls, ich hatte eine ganz normale Hochfütterungsphase. Ich habe irgendwann im Frühjahr nach einer Kühlphase die Tiere dann zusammengesetzt. Das ist natürlich so der Klassiker, ne? Die Männchen brauchen ein bisschen kühlere Temperaturen für eine vernünftige Spermatogenese. Die Weibchen bilden dann Eier aus. Da gibt es so ganz verschiedene Faktoren, mit denen man da arbeiten kann. Und mit ein bisschen Glück klappt das dann eben mit der Zucht. Beispiel Costa Ricas. Ich hatte das so gemacht, dass ich die praktisch zusammengesetzt hatte. Ich habe im, das war im März irgendwann gewesen. Ich habe im April, also ich habe die sehr spät zusammengesetzt. Ich habe dann im April die ersten Paarungen beobachtet. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und ich hatte dann relativ früh schon, am 19.04. hatte ich eine Postovulationshaut und ich habe auch die Ovulation eindeutig gesehen. Ich hatte also Glück, dass ich diese kurze Zeitfenster, dass ich das abgepasst hatte. Und dann konnte man auch schon sehen, okay, da passiert was, ne? Das Weibchen wird jetzt dicker an einer Stelle. Also das sah gut aus. Es hat sich dann dadurch geäußert, dass die beiden nicht mehr zusammengelegen haben. Ich habe dann irgendwann das Männchen rausgenommen. Das Weibchen hat sich sehr stark zurückgezogen. Mein Costa Rica-Weibchen ist ja eigentlich sehr neugierig und wenig stressempfindlich und natürlich an die Hand gewöhnt, wie alle Tiere bei mir. Und die hat sich aber auffällig zurückgezogen und wollte Ruhe haben. Das hat man dann so ein Stück weit gemerkt. Und gefressen hat sie trotzdem weiterhin ganz gut. Die hat viel die Wärmeplätze aufgesucht. Und man hat dann halt irgendwann gesehen, dass sie halt dicker geworden ist. Man hat es an dem Umfang eindeutig gesehen. Das ist nicht immer so eindeutig. In dem Fall war es super eindeutig. Man konnte also schon sehen, dass das also auch ein ordentlicher Wurf wird. Und ich hatte dann eben am 22.08. war das gewesen. Und zwar genau um 9:30 Uhr morgens. Das hatte ich halt zum Glück auch direkt gesehen. Und die waren dann halt eine halbe Stunde später, so knapp um 10 fertig. Waren die ersten Babys schon da. Das ging relativ schnell, in einer halben Stunde, zack, da lagen die Babys. Das war 124 Tage, nachdem ich die Ovulation beobachtet hatte. Passt also genau zu der 120-Tage-Regel. Also wunderbar, besser geht's nicht. Ja, und dann waren die Babys eben da. Waren auch schon größtenteils raus aus der Eihülle. Ganz interessante Sache. Also einige, nicht alle, bei einigen musste ich ein bisschen nachhelfen. Aber dann doch, im Allgemeinen waren, sah das schon sehr gut aus. Ne? Der Eidotter, der war gut zurückgezogen. Ein Baby hatte das so ein bisschen gehabt, dass noch der Eidotter dran hing. Also wenn ihr jetzt Babys habt, ne, dann haben die hier unten auch irgendwo den Nabel. Ne? Da hängt dann so eine Art, sieht aus wie eine Art kleiner Tennisball, so ein Golfball hängt da dran. Das ist im Endeffekt der Eidotter. Gegen Ende, bevor die Babys auf die Welt kommen, ziehen die normalerweise den Eidotter rein, dann sehen die wirklich ein bisschen dick aus in der Mitte. Das ist ein gutes Zeichen. Und das ist quasi die Nahrung, von der die Babys in der ersten Zeit eben zehren, weil die natürlich am Anfang nicht fressen. Das erste Wachstum ziehen die quasi nur aus dem Eidotter und man könnte sagen, je mehr Eidotter, desto besser. Und wenn der Eidotter draußen hängt, war das ein bisschen zu früh mit der Geburt. Wenn der Eidotter drin ist, dann war das perfekt gewesen. Ich hatte ein Baby, wo der Eidotter ein bisschen draußen war. Ich habe das Baby dann halt eben separat gesetzt, habe einen halben Tag gewartet. Das hat einen ganz großen Teil aufgenommen von dem Dotter, habe dann die Nabelschnur abgeschnitten und habe das Baby dann zu den anderen gesetzt. Und das hat wunderbar funktioniert. Kräftig waren die natürlich alle. Also wirklich ein schönes Ergebnis, kann ich nur sagen. Haben mir also sehr wenig Probleme gemacht. War einfach ein Top-Wurf gewesen. Insgesamt 17 kräftige, gesunde Babys. Hier kann man mal einen meiner Holdbacks sehen. Also die ich nicht abgebe, sondern behalte, kommt farblich stark nach der Mutti, relativ dunkel, schön viel so rostorange und auch viel rot am Schwänzchen für den Imperator. Also wunderschönes Tier, ist ein Weibchen.
Geschlechterverhältnis war nicht ganz so optimal. Von den 17 Tieren hatte ich halt 11 Männchen und 6 waren eben nur Weibchen. Man musste auch immer so ein bisschen gucken, was mache ich, wenn das Geschlechterverhältnis nicht optimal ist. Das kann sehr stark beeinflussen, wie ich die Tiere abgebe, weil klar, die meisten Leute wollen eben Pärchen haben, was natürlich auch Sinn macht. Gerade diese dunkle Costa Rica Hochlandform ist ziemlich selten. Ich habe selber Jahre gebraucht, um ein passendes Männchen zu finden. Es gibt ab und zu mal Costa Ricas am Markt, aber das meiste ist bei weitem nicht so hübsch. Vieles taugt auch eben einfach nichts. Und bei ganz vielen Tieren weiß man eben auch nicht, ob es jetzt wirklich Costa Ricas sind oder nicht. Das passiert leider auch heute immer noch, dass den Leuten die Tiere als Costa Ricas verkauft werden und es sind aber keine. Finde ich schlimm an und für sich, weil die irgendwann kurz nach den 2000ern gab es relativ viel davon. Es waren so Imperatoren, die man ab und zu mal bekommen hat, auch damals schon, jetzt nicht für das teuerste Geld, aber die sind leider irgendwie alle verschwunden. Kaum einer weiß, wo die heute noch hin sind und offensichtlich kriegt man die eben einfach nicht mehr. Ich hatte ja damals Glück, dass ich von Armin noch von seinem letzten Wurf quasi Tiere bekommen habe oder vorletzten Wurf. Es war sogar der letzte gewesen, den das alte Mädel dann noch gemacht hat bei ihm. Und ich habe damals ja leider nicht dran gedacht, mir auch ein passendes Männchen zu besorgen. Und ja, so durfte ich dann ja fast 6 Jahre, 7 Jahre danach suchen, ein passendes Männchen zu finden, weil ich natürlich auch mit dem richtigen Männchen verpaaren wollte. Also auch an dieser Stelle immer wieder der Appell, wenn ihr etwas verpaaren wollt, nehmt eine gewisse Wartezeit ruhig in Kauf, es lohnt sich. Ne? Man sieht es am Ende an dem Top-Ergebnis. Also jetzt hier die 6, 7 Jahre darauf hinzuarbeiten, es hat sich gelohnt, wie man sehen kann. Ne? Das hat sich definitiv gelohnt. Die Babys sind top. Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Ne? Also ich bin selber so begeistert. Ich wollte eigentlich hätte ich gar nicht vor, Holdbacks aufzuheben, aber ich habe dann trotzdem welche aufgehoben, weil einfach völlig geflasht von den Tieren. Und eine sehr schöne Sache auf jeden Fall. Was halt auch noch eine schöne Sache war, die Babys sind relativ schnell ans Fressen gegangen. Ich hatte, glaube ich, schon, 5.9., also irgendwie nicht mal 14 Tage, nachdem die Babys auf der Welt waren, die sind relativ schnell in die Haut gegangen. Und es gab ein Tier, das hat, glaube ich, am selben Tag sogar schon gefressen, wo es aus der Haut rausgekommen ist. Also das ist einfach der Wahnsinn, wie gut diese Tiere, sage ich jetzt mal, von der Kräftigkeit und vom Gesundheitszustand sind, dass das so gut funktioniert, weil die waren alle schon relativ kräftig von dem Dottergehalt, ja. Ich hatte die auch mal durchgewogen, also fast immer so 80 bis 90 Gramm, also schon relativ viel für einen Imperator, der relativ kleinbleibend ist. Also Mutti hat da alles richtig gemacht, auf jeden Fall top. Und also eine wunderschöne Sache auf jeden Fall. Ich bin da vollkommen begeistert. Costa Ricas sind als Babys manchmal so ein bisschen schnappig, ne? Das kann dann durchaus mal sein, dass die mal so ein bisschen rumfauchen und Theater machen. Man könnte meinen, mehr als andere Imperatoren. Das hat aber auch den Vorteil, dass man die Tiere relativ leicht ans Fressen kriegt, wenn man weiß, wie. Da werde ich auch nochmal was zu erzählen, wie man Babys futterfest macht. Man kann sich das durchaus auch zunutze machen. Aber wie man eben sehen kann, wenn ich so ein Tier ein paar Mal hantiert habe, dann ist es eben genauso lieb und genauso ruhig. Also nicht davon täuschen lassen. Das sind halt typisch Babys. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Sache. Ich bin total glücklich, total zufrieden und habe dann eben auch ein Pärchen aufgehoben davon. Das sind dann so meine Holdbacks. Und ich werde auch jetzt irgendwann mal, wenn ich dazu komme, vielleicht muss ich das nach der Winterruhe machen, weiß ich noch nicht, wird es auch mal eine Folge zu dem Thema Costa Ricas geben. Die Costa Ricas sind wirklich mittlerweile überfällig, dass ich dazu mal eine Basic-Folge mache. Es ist meiner Meinung nach der geilste Imperator, den es gibt. Ich habe die schon so ewig lang, das wisst ihr, wer die ganz alten Folgen noch kennt. Und ich habe aber nie eine richtige Basic-Folge zu den Costa Ricas gemacht. Das ist jetzt auch einfach irgendwann mal an der Zeit. Und dann werdet ihr auf jeden Fall auch dann mal die Mutti sehen, wie groß in Anführungsstrichen die Tiere sind oder besser gesagt, wie klein. Ein bisschen was erzählen zu den typischen Irrtümern und mal so mit ein paar Gerüchten da aufräumen, von wegen Costa Rica wird 3 Meter und so. Wie gesagt, die Tiere sind bekannt in der Terraristik. Die Mutti hat 1,40 Meter, die ist wirklich groß in Anführungsstrichen. Der Vater hat 1,10 Meter. Ich habe auch noch 2 andere Tiere aus der Linie, die sind 1,30 Meter und 1,20 Meter, ne? Sind auch schon 8 oder 9 Jahre alt, also auf jeden Fall adult. Von daher
ist da nichts mit riesengroß, sondern es ist halt ein kleinbleibender mittelamerikanischer Imperator, eben wie alle anderen auch. Ne? Ich habe auch Tarahumaras schon gesehen, die größer waren als so ein Costa Rica-Männchen oder eben als das Weibchen, was ich jetzt aus der Linie noch habe. Ja, ganz interessante Geschichte. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieser erste Vlog gefallen hat. Es wird dann weitergehen mit dem zweiten Vlog und ich werde das dann immer weiter so durchziehen, immer zu einzelnen Themengebieten. Und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.